So Leute, da bin ich mal wieder und ich hoffe jetzt ohne Lags, vielleicht war es auch schon vorher ohne Lags, aber jetzt bin ich auf Nummer sicher, hab das mal gesaved hier alles. Und ja, jetzt kommt Video und Kers, Video zu Kers und DRS meinte ich natürlich, aber DRS seht ihr hier schon im Bild, ist der Heckflügel und Kers ist dieses Energie-Rückgewinnungssystem. Also ich bin da mal wieder ruhig. Auf Knopfdruck weitere 80 PS auf die Hinterräder. Du kannst es in kurzen Intervallen oder komplett für einen Zeitraum von 7 Sekunden pro Runde nutzen. Du kannst Kers jederzeit in jeder Session und sowohl zum Überholen als auch zum Verteidigen deines Platzes einsetzen. Es ist optimal, Kers in den niedrigen Gängen zu nutzen. Besonders hilfreich ist es auch beim Start. Das Kers-System wird in jeder Runde automatisch wieder aufgeladen. Manchmal treten jedoch Probleme im System auf, die aber behoben werden können, während der Fahrer auf der Strecke bleibt. DRS passt den Winkel des Heckflügels an, wodurch der Luftwiderstand reduziert und die Höchstgeschwindigkeit um 10 bis 12 km/h erhöht wird. Es kann während des Rennens nur an bestimmten Punkten der Strecke aktiviert werden, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann liegst. Im Training und während des Qualifyings kann es jederzeit verwendet werden, allerdings nur mit Trockenreifen. Damit geht Jawohl. Tag 1 des Young Drivers Tests hier in Abu Dhabi zu Ende. Seien Sie auch am morgigen Tag 2 wieder dabei. Genau das ist es jetzt nämlich, denn... Ja, dann war die Demo, ich denke Leute, die es gespielt haben, werden das wissen, da war die Demo jetzt nämlich hier vorbei. Und, ja, zurück zur Garage, oder? Ich denke, jetzt wird der zweite Tag kommen. Und, ja, Leute, also ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das Spiel hier spielen soll. Ob ich nicht auch irgendwie die Saison-Challenge machen soll. Also ich bin da frei, wirklich. Genau, jetzt kommt nämlich Tag 2. Ich bin wieder im Auto vom Fernando Alonso. Der Helm ist zumindest schon mal ziemlich geil. Bist du heute gut drauf, denn wir haben heute einige weitere Tests für dich vorgesehen. Lass mich wissen, wenn du für das heutige Programm bereit bist. Dann geht es hinaus auf die Strecke. Ja, natürlich. Ich bin immer bereit. Wir sind bereit. Jawohl, ich bin auch bereit. Also lass uns auf die Strecke gehen. So, was gibt's jetzt? Okay, ich möchte, dass du zunächst ein paar schnelle Systemchecks für Kers und DRS durchführst. Kannst du bitte die Kers-Taste gedrückt halten? Jawohl, Kers-Taste gedrückt halten? Hab ich? Versuch jetzt DRS zu aktivieren. Drück einmal, um den Flügel zu öffnen und ein zweites Mal, um ihn zu schließen. Du kannst auch die Bremse betätigen, um ihn zu schließen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann auch die Bremse machen. Ich mache das jetzt mal hier von hinten. Also seht ihr es wirklich? Hier, zack, DRS offen und zack, DRS okay, zu. Vor dir ist ein Auto, das anscheinend Rennstarts übt. Ich möchte, dass du sowohl Kers als auch DRS einsetzt, um dieses Auto zu überholen, bevor du die Ziellinie erreichst. Und verursache auf keinen Fall einen Unfall. Viel Glück! Na, das sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. So. Und auch noch Kers voll hinten drauf. Und zack, raus. Ich kann ja noch alles verwenden hier. Und ja, das ist jetzt wirklich... Du hast Kers und DRS richtig eingesetzt und das Auto überholt. Ja, richtig. Das ist jetzt auch wirklich hier so. Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Vorteil ist, dass du das Kers also richtig merkst. Du hörst, du drückst auf das Gas und das Kers ist richtig da. Also das merkst du richtig. Also da denkst du wirklich, der Motor hat ein Problem, wenn du das Kers auf einmal weglässt. Das ist mir auch schon in der Demo aufgefallen. Aber gut. Kers und DRS Performance Test. Erst hatten wir den Systemcheck, jetzt kommt der Performance Test. Warum da eigentlich immer ein Red Bull abgebildet ist, frage ich mich auch. Okay. Alles klar, auf geht's. Motor an. Jawohl, mach ihn an. Okay, du hast drei Autos vor dir. Nutze Kers und DRS, um die Ziellinie nach der Schikane vor allen anderen zu erreichen. Aber riskier keine Berührungen. Wir möchten unfallfreie Überholvorgänge sehen. Alles klar. So. Wieder im Windschatten klemmen. So. Turvey. Und wer ist der letzte? Bird.
So. Oh, der Bremspunkt ist ätzend. Was? Ich habe den jetzt berührt. Was soll denn das jetzt? Was soll ich denn hiervon halten? Nur weil ich den berührt habe. Ausgezeichnet. Du hast Kerl und DRS zur richtigen Zeit eingesetzt. Ja, und das heißt, habe ich jetzt volle Abzeichen gekickt? Nein. Deswegen werde ich das Ganze noch einmal absolvieren. Ach, fahre ich gegen Zeit oder was? Ja, bla bla. Und DRS, um die Ziellinie nach der Schikane vor allen anderen zu erreichen. Aber riskier keine Berührungen. Wir möchten unfallfreie Überholvorgänge sehen. So. Okay. So, jetzt bleibe ich mal direkt hier und fahre dem nicht nochmal im Windschatten. So. So, und jetzt hier nochmal voll das Chaos ausdrücken und dass wir auch ja als Erster da durchkommen. Jawohl, das schaffen wir. Ausgezeichnet, du hast Chaos und DRS zur richtigen Zeit eingesetzt. Jawohl, so, jetzt sollten wir auch alle Abzeichen endlich haben. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das in welche Teile ich das teile. Also in wie viele. Weil der Young Drivers Test ist dann doch schon wieder ein bisschen länger. Aber das werden wir sehen. So, in zwei Parts vielleicht. Video zur schonenden Reifennutzung. Geil. Erfahre alles über die verschiedenen Reifenmischungen, die in der Formel 1 zum Einsatz kommen und ihre optionale Nutzung. Ja, da bin ich ein bisschen falsch, aber ja, Leute, ich muss hier auch ein bisschen Reifenschot fahren. Während eines Rennwochenendes sind vier Reifentypen verfügbar. Eine härtere und eine weichere Mischung, Intermediates und Regenreifen. Die härteren Reifen halten am längsten, haben aber weniger Grip als die weichen. Die weichen Reifen sind durch den stärkeren Grip dagegen schneller abgefahren. Intermediates sind optimal, wenn die Strecke feucht ist. Regenreifen sollten nur bei heftigen Regenfällen zum Einsatz kommen. Die besten Fahrer achten darauf, dass sie ihre Reifen nicht zu schnell abnutzen. Dadurch können sie im Rennen zwischen verschiedenen Strategien wählen und länger auf Reifen mit mehr Grip fahren. Zu starke Abnutzung vermeidest du am besten, indem du behutsam mit Gas, Bremse und Lenkrad umgehst und verhinderst, dass das Auto aus Kurven rutscht oder dass die Räder durchdrehen. Dadurch wird die Haltbarkeit von Reifen stark reduziert. Jawohl. Jetzt werden sich viele Zuschauer von mir denken, Mr. Easy Racer und Reifenschonung. Ne, das kommt niemals unter den gleichen Nenner. Ja, ist schwierig, ich weiß. Nässe-Test. Befahre den letzten Sektor der Strecke bei Nässe und lerne die Unterschiede zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennen. Ach, du heilige Scheiße. Ja klar, das mit dem Reifenschonen ist natürlich ein... Ja. Hat einige Tests mit Regenreifen durchgeführt. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor fährst und alle Scheitelpunkte triffst. Der Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. Ja. So, ich trete jetzt hier einfach voll drauf. So, oh, alter Schwede, das ist komplett jetzt anders. So. Ich fahre das jetzt hier ganz vorsichtig. Ah, ganz vorsichtig und direkt mal wieder, jawohl, der Quertreiber vom Herrn. Ich glaube so, nein, blockierende Räder. Ich glaube so, ich nenne mein Channel jetzt so um. So irgendwie so Quertreiber vom Herrn. Oh Gott, der geht zu weit raus. Ah, falsch. So. Du hast nicht alle Scheitelpunkte getroffen. Versuch es noch einmal. Jawohl, ich weiß. Ich weiß. Aber die Zeit war gar nicht so schlecht, glaube ich. 45 Sekunden. Dafür, dass ich da auch einmal noch ganz weit rausgekommen sind. Rausgekommen bin. Bla, bla, bla. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen.
Ich möchte, dass du durch den letzten runden Sektor fährst und alle Scheitelpunkte triffst. Der Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. Nein, und schon wieder nicht geparkt. Das ist so ätzend. Du drückst auf die... Du drückst auf die Bremse und sofort blockiert dir der Reifen. Sie hat einige Tests mit Regenreifen ja. durchgeführt. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor... Was? Das war schon wie... Ach komm, ich will keine Rückblende jetzt. Der Bremsweg ist... Ja komm, hier. Ich setz da einfach jetzt mal so ein Ding. Egal. So... Sag mal, du musst ja hier schon richtig in über die Curbs räubern, damit das überhaupt hier funktioniert. So, und hier muss man aber bremsen. So. Oh! Ich weiß, ich fahre hier wie eine alte Oma. So. Alter Verwalter. So, und hier auch bremsen. Ah, der war zu schnell. Alter. Da seht ihr schon, wieder richtig quer. Jetzt hast du ein wenig Erfahrung auf einer nassen Strecke. Ja, und die Erfahrungen waren nicht gerade so ganz positiv. Alter Schwede. Geht das Auto quer. Das sehe ich schon. Ich sehe schon. Melbourne, erstes Rennen, Regen. Jawohl. Auswertungstest, okay. Setze alles, was du gelernt hast, in die Praxis um, indem du auf der Strecke eine ganze gezeitete Runde fährst. Legen wir los. Oh Gott, heilige Maria. Okay, ein paar großartige Tage liegen hinter uns. Jetzt möchte ich, dass du noch den Rennstart und die erste Runde übst. Wenn die roten Lampen ausgehen, gib Gas und nutz alle Techniken, die du bisher gelernt hast. Wir stoppen deine Zeit, gib also dein Bestes. Der Motor ist auf maximale Leistung eingestellt. Viel Spaß. Jo, bedanke ich mich. So. Auf geht's auf unsere erste gezeitete Runde. In Formel... Oh! Scheiße, untersteuert der Krass. Ach ja. DRS war natürlich noch offen. Ja, das vergesse ich sehr gerne. Alter. Großartige Tage liegen hin. Bla bla bla. Jetzt möchte ich, dass du noch den Rennstart und die erste Runde übst. Wenn die roten Lampen ausgehen, gib Gas und nutz alle Techniken, die du bisher gelernt hast. Wir stoppen deine Zeit. Gib also dein Bestes. Der Motor ist auf maximale Leistung eingestellt. Viel Spaß. Jawohl, vielen Dank. Ich wollte schon gerade sagen, Alter, so krass kann das Heck hier niemals ausbrechen. Und ja, dann ist mir aufgefallen, DRS ist offen. So, boah. Nein, der geht zu weit. So, wie war das hier? Scheitelpunkt treffen. Und so früh wie möglich aufs Gas. So. Alter Verwalter, ich bin ja schon mal gespannt, wie diese erste Runde hier sein wird. Lalala. OMG, OMG. Hier bremse ich jetzt mal ein bisschen früher. Oh, der war schon fast zu schwer, aber eigentlich genau richtig. So, jetzt habe ich noch so ein Pfützelchen Kers. Ich weiß, dass der letzte Sektor, wie ich ihn eben im Nassen gefahren bin, sehr verwinkelt ist. So. So, zack, und hier drüber. Oh. So. Und ja, wie gesagt, ohne Traktionskontrolle hier, ohne alles. Der DRS wieder zugemacht. Ahaha. Hahaha. Ha. Okay, also das Fahrverhalten ist irgendwie komplett anders als im Formel 1 2011. Also irgendwie, du merkst sofort, wenn das Auto schwammig wird. Ich hasse diese Boxeneinfahrt hier. So. Mein Gott. Das war eine großartige Zeit.
Silbermedaille, was ist die goldene 1,50, oder? Zwei des Young Drivers Tests zu Ende. Das nächste Mal sehen wir uns zum Start der neuen Formel 1 Saison. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tüdelü, aber vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Ja, 2 Sekunden. Soll ich's nochmal fahren? Abschlussfeier, ich habe vorhin schon wieder eine Trophäe verdient. Soll ich nochmal fahren? Ja, komm, einmal machen wir uns den Spaß. Großartige Tage liegen hinter uns. Jetzt möchte ich, dass du noch den Rennstart und die erste Runde übst. Wenn die roten Lampen ausgehen, gib Gas und nutz alle Techniken, die du bisher gelernt hast. Wir stoppen deine Zeit, gib also dein Bestes. Der Motor ist auf maximale Leistung eingestellt. Viel Spaß. Jawohl, dankeschön. Und was sie jetzt auch verändert haben, ihr merkt es wahrscheinlich, sobald ich außerhalb der Strecke bin, hört da sofort auf mit dem Gas. Also, da haben sie jetzt wahrscheinlich auch, ich starte das nochmal neu. Da wollten sie jetzt wahrscheinlich auch verhindern, dass man, ja, manche Kurven ganz weit anfährt. Ganz weit anfährt und dass man da vielleicht, sich weit raus... Jetzt hör auf zu labern! So, nee, was ich sagen wollte, ist, dass sie damit vielleicht verhindern wollen, dass mir das Gas so wegbleibt außerhalb der Strecke. Dass man halt manchmal so einen weiten Bogen fährt und sich daraus dann einen Vorteil verschaffen will. Das haben sie halt damit, ja, gepatcht, sag ich jetzt mal. So, jetzt mal vielleicht gucken mit dem Kers, vielleicht das ein bisschen anders aufteilen. So, meine Bestzeit war auf jeden Fall 1,52,7 oder so, ne? Oh, blockierende Reifen. So. Ja, das war jetzt natürlich abgekürzt. Tut mir leid, Leute. Aber wir werden mal schauen, wie weit wir denn hier kommen werden. Ah, der war zu früh. So. Und der war zu wenig. So. So, hier noch rein. Ja, der passt. So, der passt auch so gerade. So, und jetzt hier mal gucken. Bisschen später bremsen. Oh, blockierende Räder. Nee. Das war eine großartige Zeit. Gut, ich werde es so belassen. Werde jetzt den nochmal quatschen lassen und werde dann, ja, in die Saison gehen. Dann werden wir mal gucken, was für ein Team wir nehmen. Ja, gut, 1,7 Sekunden. Jawohl. Alles klar. Du kannst jetzt zum Hauptmenü zurückkehren, um deine Karriere zu beginnen. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, was für Angebote ich da reinkriege.